Liebe Freunde der Freiheit, ich melde mich heute hier wieder von der JVA Dresden zurück, wo heute der 19. Verhandlungstag im Prozess gegen Dr. Bianca Witschel stattgefunden hat. Es begann mit der Aussage der Polizeihauptmeisterin, die ihre Aussage vom letzten Mal etwas korrigieren musste, denn sie haben herausgefunden, dass einige der Datumsangaben oder Zeit- und Zeitangaben, die in dem Bioresonanz Gerät also hinterlegt sind, nicht mit den tatsächlichen Untersuchungstermin übereinstimmen können, weil einige Patienten an diesem Tag bzw. zu dieser Zeit dann andere Termine hatten, also Alibis quasi hatten. Das hatte der Anwalt ja auch schon hervorgehoben und deswegen auch beantragt, dass diese Termine nicht Beweismittel dienen können, da es ja auch bereits schon Zeugen gegeben hatte, die ganz klar gesagt haben, dass sie nicht zu dieser Zeit untersucht wurden, die dort hinterlegt war. Ansonsten verlief der Tag recht unspektakulär. Es gab natürlich noch eine Reihe von Zeugen, die ausgesagt haben, die von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben. Bis auf den letzten Zeugen. Der hat ausgesagt, konnte sich allerdings an fast nichts mehr erinnern, nur noch daran, dass er tatsächlich auch untersucht wurde. Was natürlich hier auch wieder ein wichtiger Hinweis ist. Und er sagte auch, es kam ihm nicht auf das Attest an. Er ist also nicht dort hingegangen oder hat sich nicht untersuchen lassen, um ein Attest zu bekommen, sondern er hat sich untersuchen lassen, um herauszufinden, mehr über die Impfung herauszufinden, ob die also gut oder schlecht ist, ob er sich impfen lassen sollte oder nicht. Das war insofern dann trotz allem wertvoll, also trotz der Tatsache, dass er sich an vieles nicht mehr erinnern konnte, weil es eben schon so lange zurückliegt. Dann hat Wolfgang noch ein weiteres Mal heute versucht, dem Richter eine Frage zu stellen, also in Kontakt zu treten mit dem Gericht. Das hat diesmal leider nicht geklappt, obgleich er immerhin dadurch natürlich mit den Justizbeamten dort in ein Gespräch geraten ist und mit denen noch etwas sich austauschen konnte. Aber der Richter hat diesmal geblockt. Mal sehen, wie es weitergeht. Am Donnerstag ist der nächste Verhandlungstag. Es beginnt wieder um 9 Uhr hier auf dem Hammerweg 26. Ich hoffe, euch wieder zahlreich am Donnerstag hier zu sehen. Wie gesagt, Bianca freut das immer sehr. Das merkt man ihr auch an, wenn hier viele Menschen da sind, die sie unterstützen, die dieser Verhandlung beiwohnen. Und in diesem Sinne hoffe ich, euch alle am Donnerstag wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut!